Hey meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Survival Games und zwar auf dem Bergwerk Labs Server. IP bergwerklabs.de. Oh, das ist Survival Games in Teams? Krass. Wo ist hier die Kiste? Ey, was ein Spawn-Shit. Was ein scheiß Spawnplatz, Alter. Naja, egal, wir haben hier anscheinend einen Teammate. Das ist nämlich auf dem Bergwerk Labs Server, habe ich schon gesagt. Und die IP ist bergwerklabs.de. Das Labs groß geschrieben. Ich werde sie eh in die Kommentare packen. Also nicht in die Kommentare. Komm her! Läufst du hin? Ja, dann laufen wir halt allein. In die Videobeschreibung. Weil die. Boah, das ist ja mal eine richtig geile Map. Richtig nice. Aber wir haben keine Kisten. Deswegen ist sie bisher richtig scheiße. Weil, ey, ihr habt es gesehen. Oh. Not bad, was ist mit meiner Maus los? Ey, was ist denn jetzt schon wieder im Hintergrund los? Ich hasse das. Ich will jetzt auch die Aufnahme nicht neu. Also kurz verlassen aus dem Bildschirm. Weil. Es laggt schon wieder. Shitstorm. So, mein Teammate ist tot. Wer wollte ja nicht mitlaufen? Er ist nämlich komplett in die Richtung gelaufen, von der ich wusste, dass wir da nicht überleben werden. So. Hauptsache, hinter mir ist keiner. Da oben ist eine Chest. So, die werde ich mir aber auch ganz geschmeidig holen. So, eine. Richtig gut, da vorne ist ein Gegner. Der hat nichts. Oh. Was für Equip. Das ist richtig gut, finde ich. Freemaker schreibt eine schon wieder, das ist nämlich anscheinend sein Teampartner. Oder das ist sein Teampartner, wie man hier sehen kann. Ich glaube, ich werde hier mal anfangen, ein bisschen zu killen. Oder soll ich noch nicht? Ich weiß noch nicht, ob ich drauf gehen soll oder nicht, weil ich habe ja immer noch Angst vor Hackern, ne? Ihr wisst ja, der Bergwerk Lab Server wurde geschlossen, vor allem weil es extrem viele Hacker auf dem Server gab. Und es war schon wirklich mega krass. Es gab sogar Bugs und Lags. Und jetzt testen die gerade, gut, ich habe noch Sound. Testen die gerade, wie es der Server aushält mit so vielen Leuten, weil dann werden sie vermutlich noch die Slots erhöhen. Ja, egal. Wir spielen hier eine Survival Games auf einer 2. Jetzt ist gelootet. Ist irgendwo ein Gegner. Schlang. Die Kiste ist ebenfalls gelootet. Hier ist ein Gegner. Wo ist der? Oh Gott. Alter, diese Map ist richtig geil gebaut. Also ohne Witz. Muss man jetzt mal sagen, diese Map ist richtig genial. Props an das Bauteam. Mega nice habt ihr. Mega nice. Hier soll wohl Ölplattform sein. Hier die Öl, dort das Zentrum, wo die. Toll, das ist kaputt. Ach, ist es? Nee, das kann nicht sein. Ich dachte, das Pferd ist von Werner. Weil ein kaputtes Hochhaus an der Baustelle. Das erinnert mich so hart an Werner. Die Truhen sind gelootet. Oder sind die nur leer, weil sie buggen? Ich weiß es nicht. Ich habe vor kurzem was richtig Interessantes herausgefunden. Nämlich hat mir jemand erzählt, dass ein Goldhelm ist tatsächlich wirklich schlechter als ein Eisenhelm, genau weil er tatsächlich weniger Schutz bietet. Und zwar irgendwas so von der 0,3, ich weiß nicht, der Helm, der hat irgendwie eine andere, der hat irgendwie 0,3 besser oder sowas, Protection. Das fand ich echt krass, weil das wusste ich noch überhaupt gar nicht.
Ja, jedenfalls, wir sind hier bei einer etwas besseren EU, SG-EU. Ja, ich mir auch. Die Map ist einfach riesig für 32 Spieler. Ist ja auch, ist auch nur einer gestorben und wir, wie jetzt anders sein müssen, ist es mein Teammate gewesen. So. Ich hoffe aber, hier ist Teams im Deathmatch erlaubt. Weil, das wäre nämlich richtig scheiße, weil Teams müssen sich ja zusammen sozusagen aufbauen. Und wenn dann jetzt, alles heißen würde, ja, ihr habt mit eurem Team überlebt, dann bedürft jetzt nicht Team. Wenn im Deathmatch wäre das ja unfair gegenüber denen, weil die haben es geschafft, bis zum Deathmatch zu überleben. Und sonst passiert ja so genau derselbe Scheiß wie bei Varo damals. Also Varo 3. Naja, egal. Haben wir einen Kompass? Ja, natürlich haben wir. Und da sehen wir eine Truhe, die schön steht. Und trotzdem, wir werden uns jetzt erstmal zum Gegner begeben. Und komm her, dich hole ich mir. Oh ne, den Sprung haben wir versaut. Lol. Low Crumpets. Oh. Ah, da haben wir ihn. Kam der von oben runtergesprungen? Der hatte drei Dias. Ab zur Mitte, ab zur Mitte. Ich werde ihm Low hitten müssen. Low Ground Hits. Das sind nämlich die besten. Und da haben wir auch ihn noch. Und da ziehen wir uns das bessere Equip an. Guck mal so. So und so. Und da kommt schon der nächste. Der ist nicht schlecht. So, den kriegen wir aber. Oh nein. Wir treffen wieder letzte Scheißhaufen. Wir treffen ja überhaupt gar nicht. Wie viele Pfeile haben wir noch? Drei. Ich werde in den Nahkampf übergehen. Da habe ich eine bessere Chance. Oh, Gott sei Dank haben wir ihn. Zwei Spieler verbleiben. Ich will jetzt aber noch gerne in die Mitte. Ich will mir nämlich ein gutes Schwert machen können. Jupp. Habe ich. Ich muss jetzt aber erstmal wieder in die Mitte kommen. Ich habe keine Heiltränke mehr. Hab 10 Pfeile. Ja, das ist doch mal was Geiles. Ah, man. Da muss ich ja... Ja. Bekommst du? Wo ist denn überhaupt? Komm bitte. Komm bitte. Ich will ja nicht unfair gegenüber dem sein. Weil der hat vermutlich kein S mehr, wie er es gesagt hat. Und es wäre richtig unfair, weil es wäre auch richtig, es wäre nicht nur unfair, es wäre ehrenlos, wenn wir den jetzt dann einfach töten können. Claro. Ehrensache. Ist eine Ehrensache. Leute, wenn man was sagt, dann einhalten, okay? Einhalten. Strikt einhalten, man. Ups. Wenn ihr irgendwas sagt und ihn danach trotzdem killt, obwohl euch vertraut hat, dass ihr nichts macht, dann ist es hart ehrenlos und sowas macht man einfach gar nicht. Sowas ist wirklich null Tabu. Das, wenn ich sowas sehe, ey, ich dreh durch. Ich habe 2 Eisen, ich habe 6 Sticks. Das heißt, ich kann ihm sogar noch ein Schwert machen, dann können wir sogar fair machen. Und so. Wir haben schön viele Leute gekillt. Geht's ja auch irgendwo raus. Ich komme hier nicht raus. Oh, es ist einfach eine riesige Map.
kann noch eine Weile dauern. Suche noch den Weg. Ja, er auch. Er weiß genauso wenig wie er hier nicht. Er weiß genauso wenig, wie er hier rauskommen soll. Kommt man da raus? Komm ich da raus? Hallo, wo komme ich denn hier raus? Nee, zu der Kiste gehe ich hundertprozentig nicht. Wie komme ich hier raus? Leute, erklärt's mir. Oh, ich habe eine goldene Karotte. Was bringt mir das? Ich komme hier nicht raus. Nice. Warum können hier nicht irgendwo Leitern sein? Entweder ich bin einfach dumm, was natürlich eine ganz mögliche Sache wäre, oder ich habe. Oder es gibt hier kaum einen Weg nach draußen, aber. Wir müssen hier doch auch irgendwie reingekommen sein. Hä? Das gibt's doch nicht. Irgendwie muss man hier doch rauskommen. Oh, man. Ups, an. Oh Gott. Ey, also solche Sprünge sollte man hier eigentlich nicht machen. In SG gibt es natürlich keinen Wassereimer, so wie in EG, weshalb ich mich auch dann nicht löschen kann, höchstwahrscheinlich sterben würde, wenn ich das probieren würde. Oh je. Es erfordert Jump'n'Run Skills, um das hier zu bewältigen. Wie es aussieht, geht es da oben raus. Ja, da oben geht's raus. So. Oh, nee. Was? Oh, nee, sorry. Was passiert? Was ist passiert? Er ist einfach gestorben. Oh, der ist einfach gestorben. Ey, wie scheiße muss das denn sein? Oh, das tut mir schon. Das tut mir richtig leid. Sowas ist richtig scheiße. Naja, anscheinend werde ich gerade meine Server-Connection verlieren, weil der Server doch noch nicht damit bereit ist. Deswegen würde ich sagen, oh doch, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch eine positive Bewertung. Da würde ich mich auf jeden Fall riesig freuen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Schmaluten.